So, meine Freunde, da sind wir wieder und ich muss euch eins sagen. Sympathietraining für Riolu hat mich jetzt 2 Stunden gekostet. Ich bin 2 Stunden mit der Sandflocke auf und ab gelaufen. Auf und ab, auf und ab, auf und ab, auf und ab, auf und ab. Aber ich habe es am Ende geschafft. Ich bin jetzt, glaube ich, bei, ich weiß wie viel, 230 Sympathiepunkten, 240 Sympathiepunkten. Da haben wir es, der nächste Uri. Ich habe ihn Gegenschlag beigebracht fürs Training noch, damit ich schön auf Level 32 bringe. Minako hat noch Psychokinese gelernt, ließ sich echt gut trainieren. Und by the way, ich habe jetzt den HQ-Filter drin. Ich wusste gar nicht, dass er No-Cash-GBA den hat. Wusste ich gar nicht, aber egal. So, der Pool, nichts geändert. J-Lo auch nicht und Weilbaum auch nicht. Und ja, ich hoffe mal jetzt wirklich, dass nichts Unvorhergesehenes passiert, sag ich mal. Aber das sollte schon gehen. Sollte schon passen, sollte schon passen. So, jetzt irgendwas Geiles, irgendwas. Chocuzel. Okay, Papinella. Jetzt muss Felskraft nur noch treffen. Jawohl, ist ein One-Hit, oder? Nein. Nein? Kein One-Hit? Naja. Kraftwelle. Nein! Ach, paralysiert, gut. Sowas darf mir definitiv nicht in einem Kampf passieren. Eieiei. Aber wir haben es jetzt geschafft. Und der nächste Uri erreicht Level 33. Und Leute. Ach. Ein tightes Lucario, meine Freunde. Was auch noch versucht, Schwertanz zu erlernen. Deswegen habe ich es erst auf Level 33 entwickeln lassen. Für Kreideschrei. Kreideschrei ist ja im Prinzip das gleiche. Nur dass Kreideschrei nicht so effektiv ist wie Schwertanz, weil Schwertanz an sich boostet das Pokémon und schwächt nicht den Gegner. Und warum den Gegner schwächen, wenn man sich selbst boosten kann? Genau. So. 77 Angriff, 89 Spezialangriff, 73 Speed. Boah, an dem Teil werden wir noch Spaß haben. So, und ich glaube, so langsam sollten wir unseren sexy Arsch bewegen und Richtung Arena schaffen. So, ich weiß nicht. Kommt mir vor, als ob das jetzt leicht laggen würde. Ansonsten hau ich den HQ-Filter dann auch mal raus. Also demnächst. Im nächsten Part wieder. Ah, ich werde schauen. Vielleicht muss ich auch einfach nur ein paar Einstellungen ändern. Naja. Wird schon schief gehen. Wird schon nichts mehr sein. So, wir müssen jetzt nämlich in die Arena. Das wird richtig interessant. Ich hoffe, wir haben jetzt seit 2 Parts keine Verluste hinnehmen müssen. Ich hoffe, das wird auch so anhalten. Oh. Oh. Ganz nebenbei, wir sollten mal in den Markt gehen. Wie viel Geld haben wir? Ich glaube genug, oder? Ich hoffe doch. So. Okay. Das sollte reichen. 10 Supertränke insgesamt. Okay, sollte hoffentlich reichen. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, was für ein Team sie einsetzen wird, aber naja. Sollte schon schief gehen. Hallo, ich bin Silvana. Ja, Richard. Der letzte, der mich herausgefordert hat, war so ein ungestümer junger Kerl. Ja, er ist Algebra. Er hat mir irgendwelche mathematischen Formeln an den Kopf geklatscht. Dafür habe ich ihn an die Decke geklatscht. So. Und ja. Interessant. Jetzt müssen wir aber gegen die... Oh. Ich hatte jetzt die ganz andere Arena im Kopf. Ich hatte jetzt die aus... oh mein Gott, wir sind 10 Level drüber. Ich hatte jetzt die aus Diamant und Perl im Kopf. Und nicht die hier. Naja. Auch gut. Auch gut. Hat J-Lo halt lockeres Spiel hier mit Säure. Ich habe auch mal geguckt, wann J-Lo einen neuen Angriff lernt. J-Lo lernt auf Level... Lass mich nicht lügen, Level... Was war das jetzt? 38, glaube ich. Giftstich. Giftstreich, sorry. Und ich überlege gerade ernsthaft, ob ich ihm das dann beibringen soll. Weil Giftstreich an sich ist natürlich ein geiler Move. Wieso nicht, ne? Könnte man ja draufhauen, wenn es sein muss. Und Papunga. Ah, richtig gespielt ist Papunga. Eine Bitch, ein Pein in die Ass. Aber naja. Kugelsatt Papunga, naja. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich jetzt den Smogon-Statuten entspricht. Den Smogon-Movesets. Ich glaube nicht. Und Papunga geht down. Also ja, gefällt mir richtig gut. Me gusta. Ah. Oh, was haben wir noch? Ach, der Blumenzeiger bewegt sich. Ja, ich habe lange Zeit kein Platin mehr gespielt. Richtig lange. So, ich muss nach rechts. Ja gut.
Ja gut. So, nächste Trainerin. Ich glaube, wir schaffen die alle in einem Zug. Wenn es sein muss, setze ich noch einen Trank ein. Zwischendurch haue ich vielleicht nochmal Minako raus gegen die ganzen... oh, scheiße. Kloakesoße, oder? Jetzt pass auf. Mega Sa. Geil. Kriegst du eher Schaden. Von wegen, du bist hier von meinem J-Lo geheilt. Hättest du wohl gern. Oh, checke rein. Gut, dass das noch keine Bodenmoves drauf hat. Das könnte sonst oder hätte sonst schmerzhaft werden können. Bloß nicht hochboosten lassen. So, gefällt mir. Me gusta. Okay, was haben wir noch? Reptile. Ja, können wir auch drum bleiben. Also J-Lo fetzt hier bis jetzt richtig gut durch. Muss man sagen. Muss man gnadenlos anerkennen. Und ich mache mir aber richtig Sorgen bei der 7. Arena. Da habe ich irgendwie nichts gegen. Was war das jetzt? Reptile? Nein, Reptile kam bei... Ach, scheiße, ich habe dich gelesen. Fuck. Ach, Ultrigaria. Ach, hätte ich mir reinwechseln können. Schade. Egal. Kriegt Minako halt später ihren Auftritt. So, nochmal Säure. Säure gegen Säure. Meine Säure ist stärker. 34 für J-Lo. Geht ja richtig ab, unser Team ist jetzt. So. Was? Okay. Erst. Ach, die steckt die Springrunden aus. Ah, gut. Danke, du Bitch. So, und da ich jetzt ein bisschen Zeit sparen will und auch zu faul bin, extra nochmal ins Center zu gehen, setzen wir jetzt einfach ein Paraheiler ein. Das Geld dafür haben wir ja. Ich hab Style und das Geld. Ich hab all das, was den Circus so gefällt. Hier. Oh, und bald kommt auch das mit den Überresten. Jawohl, freue ich mich auch richtig drauf. Man Faxus beklauen. Das wird ein Spaß. Das wird ein Spaß. So, Säure. One-Hit. Ach, oh, Megusta. Megusta. Was haben wir noch? Kappel, so. Da schicken wir Minako rein. Minako, komm. I trust in you, babe. Geza. Geza, was ist das denn für ein Name, Alter? Geza. Blazer. Naja. Ja, Psychokinese ist natürlich ein definitiver One-Hit. Venoflibis. Ja, na, wechseln wir wieder zurück auf J-Lo, weil J-Lo wird unser MVP gegen Silvana. Schätze ich mal. Dürfte klar sein. Klar wie Kloßbrühe. Und ich versuche gegen Silvana erstmal die Giftspritzen auszulegen. Ich hoffe, das wird auch von Erfolg gekrönt, die Giftspritzen. Weil wenn sie Roselia einwechselt, wird Roselia die Giftspritzen absorbieren. Und dann haben wir eigentlich so gut wie nichts davon. Das will ich jetzt irgendwie versuchen zu vermeiden. So, Capaloles! Tanze Salsa! Mexicana! Taco, Nacho, Burrito. Das ist das Erste, was mir zu Mexiko einfällt. Ist das eigentlich rassistisch, wenn ich sowas sage? Nee, ne? So genauso wie wenn ich jetzt jemanden hier in Deutschland fragen würde, was fällt dir als Erstes ein, wenn du an Döner denkst? Türke, Türke. Naja. Und by the way, eventuell kann ich das erwähnen, wie habe ich die Sympathie abgecheckt? Das ging eigentlich relativ einfach. Ich habe mir erstmal diesen Pukewiki-Artikel zu Freundschaft durchgelesen. Und dann stand da noch irgendwas von wegen, dass man in der im Pokémon Center von Eevee genau bei dieser Frau hier ein Pocket-Dingens bekommt. Oh, geil. Und hier gibt auch noch so einen Statusbericht dazu ab. Nice, gefällt mir. Dass die so ein Pocket-Dingens-Kirschen hatte. Was mich die Freundschaft meiner Pokémon abchecken lässt. Fand ich sehr hilfreich. Also, falls ihr euch auch so etwas aneignen wollt, macht das ruhig. Lohnt sich definitiv. So. So, jetzt geht's um die Wurst. Jetzt geht's um die Wurst. Ich hoffe mal, wir werden jetzt nicht irgendwie in den Arsch gebamst. Letzte Vorbereitung. Oh, was ist das denn? 16.000 Pokémon, oder? Nice. So. Schon irgendwas, was ich hier gebrauchen könnte. Ansonsten... Ich mache jetzt einfach einen auf Markus. Markus in... in Together. So, am Arena wäre...
Ja, bin ich blöd? Warum gebe ich hier der Pol? Na egal. Ja, sollte reichen. Let's go. Mein Name ist Silvana, mach dich auf meine Pflanzenbekommung gefasst. Schon als ich das zum ersten Mal sah, wusste ich, dass du es bis zu mir schaffst. Und ich behielt recht. Schon an deiner Nasenspitze erkennt man den Gewinner. Hä? Heißt ich Breaker? Na egal. Puh, so. Ich glaube, sie hat 5 Pokémon. Ja. Tropius. Eieiei. Ich denke nach, soll ich die Giftspritzen wirklich auslegen? Naja, erstmal setzen wir Barriere ein. Für den Fall der Fälle. Für den Fall der Fälle. Man weiß ja nie. Kloakesoße, ja. Mach nur. Schadet sie sich nur selbst. Kein Ding. Und ich werde erstmal die Giftspritzen auslegen. Rasierblock. So, dann ziemlich irgendwie crittet. Ah, habt ihr den Schaden gesehen? Ja, wir sind noch 11 Level drüber. Naja. Naja, komm, was kann ich jetzt dafür? So. Schade, dass ich kein Turbodreher drauf habe. Dann könnte ich die Stacheln irgendwie wegschießen. Setzen wir einen Supertrank ein auf J-Lo. Ich vermute, dass sie dann gleich sofort Roselia reinwechseln wird. Wenn nicht, auch gut. So. Und jetzt sollte eine Säure Tropius killen. Supertrank. Ja gut, besser ist jetzt ein als irgendwann mal später. Haha, Volltreffer, nice. Jetzt kommt noch Hex dazu. Tangolos. Tangolos meine. Naja. Ich habe ein ungutes Gefühl bei Tangolos. Ich glaube nämlich, dieses Tangolos kann Erdbeben. Ach, ich habe Barriere drauf. Was mache ich mir eigentlich für Gedanken? Es sei denn, die crittet mich. Die Crit-Bitch. So, Säure. Ach, Solarstrahl. Gott, ist die blöd. Ist die blöd? Ja, mit Kloakesoße schadet die sich jetzt nur selber. Hätte die gar nicht gedacht, dass Kloakesoße so eine geile Trade ist. So, Miyako, jetzt kommt dein großer Auftritt. I'm a big, big girl. Na komm. So weit wollen wir es jetzt nicht ankommen lassen, oder? Psychokinese. Ja, wir sind ein bisschen overlevelt. Naja, egal, soll mir recht sein. Später wird uns das sowieso nichts mehr bringen. Tengulis. Ich meine, ich habe noch ein bisschen Offscreen-Training. Ich meine, was ist denn so schlimm daran? Jetzt haben wir eine halbwegs vernünftige Truppe und jetzt passiert nichts mehr. Naja. Passt schon. Mugli. Ach, schon okay. Tengulis. Tengulis hat so eine richtig dicke Breaker-Nase. Und falls ihr immer noch nicht wisst, wer Breaker ist. Breaker ist ein Let's Player mit der nasigen Stimme. So, jetzt können wir auch noch den Next Uri reinschicken. Eat meine Kraftwelle. Die zweite Arena-Leiterin ging jetzt aber relativ easy, ne? Naja. Naja. Gut. Irgendwie habe ich dann schon ein bisschen mehr Angst bei der nächsten Arena, weil Geist ist die nächste Arena. Wird schon ein bisschen anspruchsvoller, weil Geist-Pokémon sind gefährlich. Dangerous. Aber das ging echt gerade ein bisschen einfach. Ein Supertrank reingesetzt. Naja, soll mir recht sein. Man kann halt nicht immer alles haben. Ah! Dafür können wir jetzt Zerschneider einsetzen. Aber wer kann Zerschneider lernen? Playboy! Scheiß Sklave, Alter. Zu sowas bist du noch fähig. Ansonsten hätte ich das Tentoxi beibringen. Tentoxa beibringen müssen. Und das wollte ich jetzt irgendwie nicht. So. Ich glaube, nächstes Mal werde ich dann den HQ-Filter doch ausschalten. Weil das, ich weiß gar nicht, merkt man die... Ich muss mir ja gleich die Aufnahme angucken. Weil ich spüre sie schon, so minimal, aber trotzdem. So, was wir dann demnächst jetzt machen werden. Als erstes, wie gesagt, hier erstmal Raub-Action. Raub findet ihr, by the way, jetzt hier. Einmal mal die Büsche zerschneiden. Biblab! Nein, da wollte ich noch nicht rein. Scheiße. Och man, das ist Lebel, damit ihr wisst. Der labert uns jetzt voll. Bla bla bla. Wollte ich gar nicht. Ja, fällt jetzt auch gar kein von den Rocket, von den Galactic-Rüpeln auf, dass er sich ausgezogen hat. Nein. Wie dem auch. Ja, jetzt, ja, okay. Das ist ja mal wieder total logisch.
Gut, Raum finden wir, wie gesagt, hier. Und ich denke gerade nach. Wollen wir jetzt gleich schon in die Geister, Mansion? Menschen? Boah, stellt euch mal vor, ich krieg da ein Dings. Ein Zwielicht. Boah, Zwielicht. Müsst ihr euch mal vorstellen. Boah, das ist ja richtig geil. Ein Zwielicht, ohne Scheiß. Da hätte ich mal wieder so einen richtigen Scream. Hammer. Naja. Ich denke aber, wir machen jetzt erstmal hier Schluss. Ihr könnt noch zusehen, wem ich Raub beibringe. Ich glaube, Dings kann das lernen. Oder wenn es geht, würde ich es gerne... Stell dir vor, das kann keiner lernen. Mogelbaum. Minako. Mache ich aus Minako so eine Diebin, so Jean die Kamikaze Dieben? Oder mache ich aus... Nein. Minako, komm! Was stand da gerade? Weil ein Item getragen wird, kann ich das nicht beibringen? Ich glaube schon, ne? Oder habe ich da gerade wieder irgendwas reininterpretiert? Ja, geil! Hammer! Ja, für Teleport. Teleport war zwischendurch mal immer wieder nützlich, aber naja. Jetzt werden mal Faxos bestohlen. Haha. Aber das ist natürlich off-screen. Also meine Freunde, vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Haut rein, macht's gut. Euer Michel de Bang. Ciao.